Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt, vom Müssen zum Wollen oder Leben aus Gnade, vom Zwang zur Freiwilligkeit. Ein Mann liegt im Bett oder eine Frau, ist völlig egal, liegt im Bett, gähnt, schaut auf die Uhr, es ist Zeit aufzustehen, auf die Arbeit zu gehen. Person ist immer noch hundemüde, hat keine Lust. Ach, und es ist so schön im Bett. Und plötzlich kommt ihr. Es ist ja heute Samstag, ich muss überhaupt nicht auf die Arbeit. Ja, klackt die Augen hinauf, Betttuch fliegt, also Bettdecke fliegt weg. Was will ich hier im Bett, meine Güte, der Hobbykeller wartet. Ja, und schon geht's los. Es ist ein Unterschied zwischen aufstehen müssen und aufstehen wollen. Amen. Es ist ein Unterschied zwischen arbeiten müssen und arbeiten wollen. Zwischen Bibel lesen müssen und Bibel lesen wollen. Und zwischen Familie müssen und Familie wollen. Schau, es gibt nämlich Leute, Ehepartner, die laufen ständig mit so einem Ressentiment herum. Okay? Und sind sauer auf die familiäre Situation, auf ihren Ehepartner, wie hat er gekichert? Auf den Ehepartner, auf die Kinder, auf was weiß ich was alles. Und ich möchte da ein bisschen helfen, daraus rauszukommen. Vom Müssen zum Wollen durchzudringen. Denn wenn du was willst, du kannst exakt genau dasselbe machen. Wenn du es tun willst, ist es was völlig anderes, wie wenn du das tun musst. Stimmt das? Du kannst nämlich dein Glaubensleben wirklich ruinieren auf diese Art und Weise, wenn du Christ bist. Oder auch dein Familienleben. Schaffst du sogar die Liebe. Wenn du musst, ist es nicht dasselbe, wie wenn du willst. Wenn sich eine Frau denkt, oh Mann, es ist wieder Samstag, 21 Uhr, jetzt kommt er gleich wieder und will was. Wenn du deine Anschauung darüber ändern tust und dir denkst, ja gut, ich muss halt vielleicht ein bisschen auf die Person eingehen, vielleicht macht es dann zum Schluss sogar Spaß. Weißt du was? Genau so ist es. Okay. Ich habe mir gedacht, Herr, es ist ein Riesenproblem, das alle möglichen Christen immer wieder einmal haben, manche ihr ganzes Leben lang. Wie helfe ich denen da raus? Wie helfe ich denen da raus? Was können wir da machen? Leute, die Probleme haben mit ihren Kindern, die nicht auf die Arbeit wollen und so weiter. Und der Herr hat mir da einige Schriftstellen gezeigt, die ich mit euch jetzt so anschauen möchte. Die sind wirklich urig. Zunächst mal 2. Mose Kapitel 21. In 2. Mose 21, das ist gleich nach den 10 Geboten, da sehen wir eine ganz, ganz eigenartige Stipulation, eine ganz eigenartige Regel, die der Herr da bringt. Und zwar sagt er, wenn ein hebräischer Sklave sich dir verkauft, dann soll er dir 6 Jahre lang dienen, im 7. Jahr soll er frei ausziehen, soll er frei sein. Und jetzt wird es interessant. Also zunächst mal geht es weiter mit ein paar Einzelheiten. Wenn er mit Frau kam, dann soll die Frau mit ihm gehen. Wenn sein Herr ihm eine Frau gegeben hat und es sind Kinder daraus entsprungen aus dieser Ehe, dann gehört die Frau und die Kinder, die gehören dann dem Herrn. Aber er, der Knecht, der ist frei zu gehen. Er darf gehen. Und jetzt kommt's. Wenn aber der Knecht sagt, ich liebe meinen Herrn und ich liebe meine Frau und ich liebe meine Kinder. Ich will nicht frei ausziehen. Ich will weiter in dieser Familie bleiben. In diesem Angestelltenverhältnis quasi, in diesem Dienstverhältnis bleiben. Dann soll der Herr ihn nehmen, soll ihn vor den Herrn stellen, das heißt zur Stiftshütte gehen mit ihm, und soll ihm dort mit einem Pfriem das Ohrläppchen durchbohren. Zack. Also das ist schmerzhaft. Das muss er dann wirklich wollen. Und dann soll er ihm auf Dauer dienen. In den 6 Jahren hat er ihm dienen müssen, dem Herrn. Ab dem 7. Jahr will er ihm dienen. Seht ihr den Unterschied? Wenn einer sagt, ich liebe meinen Herrn, ich liebe meine Familie, dann hat sich da was verändert. Erst hat er sich verkauft, weil er musste, weil er Schulden hatte und kein Geld hatte. Und so hat er eben da arbeiten müssen. Aber jetzt plötzlich ist er in der Situation, dass er bei diesen Leuten bleiben will. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass er den Herrn kennengelernt hat. Der Unterschied ist eine Beziehung. Eine Beziehung, eine Beziehung. Um Spaß an irgendwas zu haben, brauchst du eine positive Beziehung zu dieser Arbeit, zu dieser Familie, zu dieser Person, zu diesem Freundeskreis, zu diesem Sport.
Weil, wie gesagt, wenn dir was muss, dann macht es keinen Spaß mehr. Meine Mama, die hat mich, als ich ein kleiner Wicht war, so 11, 12, in den Judo-Verein getan. Und ich wollte da nicht hin. Ich habe es auch nie über den Weißgurt hinaus geschafft. Weißgurt ist überhaupt keine Graduation, keine Graduierung. Okay? Weiß, gelb, orange, grün, blau, braun, schwarz, dunkelschwarz und so weiter. Hat mich nicht besonders interessiert. Und deswegen konnte ich teilweise an dem Tag, an dem Training war, nicht gefunden werden. Okay, war einfach vom Erdboden verschluckt und kam dann, als das Training vorbei war, und hab zu meiner Mutter mit Unschuldsaugen gesagt, ach, stimmt ja. Warum? Ich wollte da nicht hin. Okay. Ein paar Jahre später war das ganz anders. Ich habe gemerkt, ich bin ja eigentlich nur noch ein Skelett so mit Wackelpudding an den Armen und überhaupt. Ja, ich muss jetzt mal ein bisschen mich aufraffen und durchdringen zu einer sportlichen Betätigung. Ich habe mir gedacht, was? Laufen oder so, das ist für manche, aber nicht für mich. Ich habe mir gedacht, so, wo du dich anstrengen musst und aufsteigen kannst, das macht Spaß. Dann habe ich mich freiwillig, sag mal freiwillig, in einem Jiu-Jitsu-Verein angemeldet. Jiu-Jitsu ist noch schlimmer als Judo. Und dort bin ich dann tatsächlich innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von wenigen Monaten aufgestiegen, zu gelb, dann zu orange, grün, blau. Und dann wurde ich dem einen Satztrainer unheimlich. Da haben sie gesagt, ja, geh noch woanders hin. Da habe ich begonnen, in zwei Vereinen zu trainieren. Habe dann braun gemacht und dann schwarz. Und jetzt renne ich rum mit dem schwarzen Gürtel, schon seit vielen Jahren. Musst du dir mal überlegen. Was ich vorher gezwungenermaßen nicht wollte, das habe ich plötzlich freiwillig gemacht. Freiwillig. Freiwillig in zwei Vereinen trainieren und dreimal in der Woche, als es dann auf den Schwarzgurt hinging. Hey, da weißt du hinterher, was du getan hast. Aber du bist ja natürlich auch fit und alles, ja, und gefährlich für deine Trainingspartner. Wir halten mal fest, etwas zu müssen und etwas zu wollen, ist ein Riesenunterschied. Und glücklicherweise waren meine Lehrer dann, also die mich auf den Schwarzgurt vorbereitet haben, das waren totale Cracks, sind sie immer noch. Das sind einige der besten Lehrer in ganz Bayern. Und wen haben wir ausgebildet? Ja, super. Also wie gesagt, wenn du etwas willst, dann ist das was völlig anderes. Du hast dann ein vollkommen anderes Erlebnis, eine vollkommen andere Lebensqualität. Sei doch noch da. Genauso wie Arbeit. Arbeit kann super Spaß machen, wenn sie deinen Neigungen entspricht und dich richtig fordert. Dann kann es sein, dass du in einen psychologischen Zustand hineingelangst, den Psychologen Flow nennen. Du bist voll ausgereizt, nicht überfordert, aber wirklich gefordert. Und da blühst du auf, plötzlich kommen da Hochgefühle auf und du fuhrwerkst und machst und tust und machst da Sachen, das ist Hammer. Und ob du jetzt in der Fabrik an der Stanze stehst und da machst oder ob du Gärtner bist, der Sachen züchtet oder ob du Ingenieur bist, der in seiner Formelsammlung aufgeht, ja, vollkommen egal. Der Herr hat diesen Ort für dich, aber den bekommst du nur, wenn du auf die Dinge, die ich euch heute präsentiere, eingehst. Wir werden nicht immer im Hochgefühl leben, okay? Aber wir können es möglicherweise mehr, als du es bisher erlebt hast. Seid ihr noch da? Okay, jetzt habe ich ein bisschen beschrieben, was ich will mit euch. Aber jetzt wieder zurück zu meinem Sklaven. Dieser Sklave, der ist 6 Jahre lang Zwangsarbeiter. Und im 7. Jahr überlegt er überlegt. Und er sagt sich, ach, jetzt habe ich die Wahl. Jetzt kann ich mich verabschieden. Ich muss hier nicht mehr bleiben. Und dann denkt er mal nüchtern und ohne Vorurteil nach, denn er ist ja jetzt frei, er kann ja jetzt gehen. Jetzt kann er die Situation mal anschauen, wie sie wirklich ist. Und er kann sich sagen, eigentlich ist dieser Chef ziemlich gut. Eigentlich ist er ziemlich fair. Obwohl ich Sklave war, hat er mich nicht wie einen Sklaven behandelt, sondern eher wie einen Angestellten. Er hat mich gut behandelt. Außerdem, als er gemerkt hat, dass ich Kollegin so und so, so gut finde, hat er mir die als Frau gegeben. Und es sind Kinder daraus entsprungen. Ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder. Er hat eine positive Beziehung zu seinem Herrn und zu seiner Familie entwickelt. Und dann hat er sich entschlossen, aus freien Stücken entschlossen, ich will bei denen bleiben. Das hat er vom Herrn beschlossen und der Herr hat ihn gesegnet. Und von da an war er kein Zwangsarbeiter mehr, sondern er war ein freiwilliger Mitarbeiter, der seine Verpflichtungen ernst genommen hat, auf den sich der Chef verlassen konnte, der die Seele der Firma war. So was ist da entstanden, ihr Lieben, das ist ein kostbarer Besitz.
Beziehung, sag mal Beziehung. Sag mal dreimal Beziehung. Okay, wir wollen dazu kommen, dass wir eine positive Beziehung zur Arbeit haben. Und es kann sein, dass du deinen Job wechseln musst. Dass du eine positive Einstellung zu deiner Familie hast und zu allem anderen, das du im Leben hast. Dazu musst du zunächst einmal schauen, hey, was läuft gut? Rede ich mal zu deinem Nachbarn und frage ihn, was läuft gut? Okay? Denn es gibt Sachen in deinem Leben, auf denen der Segen des Herrn liegt. Auf denen der Segen des Herrn liegt. Also, was läuft gut? Da ist der Segen daheim und da schaust du, dass du das vielleicht ausbaust. Beziehung, Beziehung, Beziehung. Du wirst nur in der Lage sein, dem Herrn vorbehaltlos gern und gut zu dienen, wenn du eine positive Beziehung zu ihm hast. Ansonsten wird Bibellesen und Gebet und diese Dinge immer eine Strafarbeit sein. Und wenn du es dann tust, wird es nie genug sein. Es wird nie genug sein. Du betest und hast immer noch nicht das Gefühl, jetzt durch zu sein. Du liest Bibel, aber du empfindest noch ein bisschen mehr, könnte ich immer noch lesen. Es ist nie irgendwie so dieses befriedigende Gefühl von, hey, yo, es ist alles gut. Warum? Weil du lesen musst und Bibel und beten musst. Und da macht es keinen Spaß, da ist es nicht so ergiebig, wie wenn du das tun willst. Aus dem richtigen Grund heraus tun willst. Okay, Beziehung. Was du brauchst, ist eine gute Beziehung zu Gott, damit dir das überhaupt Spaß macht, damit du das vorbehaltlos kannst. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch da ein paar Beispiele. Johannes Kapitel 4, die Frau am Brunnen in Samaria. Diese Frau ist eine religiös mäßig interessierte Person. Ja, sie glaubt irgendwie, aber sie ist sich nicht so ganz sicher. Ihr wohnt Gott jetzt, wie unsere sagen, auf dem Gerizim? Oder wie die Juden sagen, auf dem Zionsberg, welcher Tempel ist der richtige? Und sie weiß es nicht so genau. Und sie merkt, die Leute wissen es auch nicht so genau. Sie streiten sich da. Und so lebt sie nicht mit Gott. Im Gegenteil, sie lebt in der Welt. Sie ist einmal verheiratet, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Ich sage da mal ein Geheimnis. Wenn du fünfmal verheiratet warst, dann hast du garantiert irgendwo auch einen Anteil am Scheitern dieser Beziehungen. Danke für das Amen. Es war zwar ein ganz schüchternes Amen, aber es ist ganz einfach so. Also wir haben es hier mit einer Frau zu tun, die sehr weltlich orientiert ist, für die Gott, naja, man weiß nicht so genau, wo er ist. Und jetzt passiert was. Sie geht zur Mittagszeit hinaus an den Brunnen. Dort trifft sie Jesus. Und jetzt stellen wir was fest. Diese Frau, diese religiös mäßig interessierte Frau, ohne eine lebendige Beziehung zu Gott, die bekommt jetzt eine Beziehung zu Gott, und zwar in Lichtgeschwindigkeit. Es geht dermaßen schnell. Diese, oh, komme ich heute nicht, komme ich morgen in die Synagoge, Frau, die wird zu einer feurigen Evangelistin Christi. Die ist so begeistert von Jesus, dass sie in der Stadt herumläuft und allen von ihm erzählt. Also sie will das, sie muss es nicht, aber sie will das. Wir sehen hier eine phänomenale Verwandlung. Was ist passiert? Johannes Kapitel 4 zeigt uns sogar die Schritte, die diese Frau unternommen hat. Wir sehen die Veränderung, die in ihr stattfand. Jetzt pass auf, was passiert. Sie kommt also an den Brunnen vor dem Tore. Es ist heiß draußen, Jesus ist erschöpft. Er sitzt im Schatten einer Palme, seine Jünger sind in die Stadt gegangen. Und Jesus sagt zu der Frau, die ihn nicht beachtet, denn er ist Jude und sie ist Samariterin, die haben nichts miteinander zu tun. Sie schöpft ihr Wasser und plötzlich spricht dieser Jude zu ihr und er sagt, gib mir doch einen Schluck. Und sie schaut ihn an und sagt, wie kommt es, dass du, der du ein Jude bist, mich, die ich ja eine Samariterin bin, um Wasser bittest? Hä? Denn die haben nichts miteinander zu tun, die beiden. Also sie nennt ihn einen Juden. Alles klar? Jetzt pass auf. Jesus macht ihr ein Angebot. Er will was für sie tun. Wenn du was für Leute tust, nimm das diese Leute für dich ein. Wenn du nicht nur an dich denkst, wenn du mit Leuten zusammenstehst und mit ihnen redest und nicht nur deine Storys erzählst und darstellst, wie großartig du bist und was für Gebete du erhört bekommen hast und so weiter und so fort und wie der Chef dich gelobt hat und überhaupt, sondern wenn du schaust, hey, was ist mit dem anderen? Wie kann ich dem helfen? Und ihm das dann auch noch sagst, wie du ihm helfen kannst, dann nimmt den das für dich ein. Jesus sagt jetzt zu ihr, wenn du wüsstest, wer mit dir spricht, nicht einfach nur ein Jude,
dann würdest du mich bitten und ich würde dir lebendiges Wasser geben. Und sie sagt, lebendiges Wasser? Lebendiges Wasser ist fließendes Wasser. Es ist quasi wie der Wasserhahn, den du in der Stadt, im Haus aufdrehst. Okay, sehr praktisch. Also was ist besser, Brunnen vor dem Tor oder Wasserleitung im Haus? Jesus bietet dir an, du musst nicht zum Brunnen vor dem Tor kommen, du musst nicht jeden Sonntag in die Synagoge nur gehen und dort aufgetankt werden, sondern du kannst auch eine Wasserleitung direkt in dein Haus hinein haben. Du kannst eine persönliche Beziehung mit mir haben, mit Gott haben, täglich, jeden Tag, jeden einzelnen Tag. Also wenn du willst, dann gebe ich dir lebendiges Wasser, fließendes Wasser. Ich baue dir einen Wasserhahn in dein Haus. Und diese Frau, die versteht ihn jetzt natürlich zunächst falsch, aber sie bekommt mit, dass er ihr was anbietet. Und jetzt sagt sie zu ihm, Herr, du hast noch nicht einmal ein Schöpfgefäß. Merkst du was? Vorhin hat sie ihn Jude genannt, jetzt nennt sie ihn Herr. Das ist schon mal ein Fortschritt. Wenn du Jesus nicht mehr nur den Juden da nennst, sondern wenn du ihn Herr nennst. Und Jesus sagt zu ihr, naja, Frau, es ist nicht so gut, wenn ein lediger Mann und eine Frau hier miteinander reden. Das war damals nicht üblich. Geh in die Stadt und hol deinen Mann. Und jetzt lässt sie den Kopf hängen und sagt, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt zu ihr, du hast recht geantwortet. Das Wort recht im Griechischen ist das Wort Carlos, es ist das Wort schön. Jesus freut sich über ihre Antwort. Er sagt, du hast wahrhaftig geantwortet. Du hast nicht gelogen, du hast dich nicht schöner gemacht, als du bist, sondern du hast wahrhaftig geantwortet, ich habe keinen Mann. Ehrlichkeit, Wahrheit. Wahrheit ist es Beziehung, ist die Basis jeder Beziehung und auch die Basis jeder guten Beziehung. Und ist auch die Basis einer guten Beziehung zu Gott, wenn du ihm nichts vormachst, sondern wenn du sagst, wie es ist. So toll bin ich nicht, Herr. Ich bin nicht verheiratet. Und Jesus sagt jetzt zu ihr, stimmt, du hast wahrhaftig geantwortet. Du hast moralisch, ethisch, geistlich schön geantwortet. Du hast dich nicht schöner gemacht, als du bist. Du hast nicht gelogen, sondern du hast gesagt, wie es ist. Und jetzt sagt er noch was zu ihr. Er sagt zu ihr, 5-mal warst du verheiratet und der, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann. Schau, nur weil du mit jemandem zusammenlebst, ist er nicht dein Mann. Dein Mann ist er dann, wenn die Regeln, die die Gesellschaft sich gegeben hat, erfüllt sind. In anderen Worten, bei uns hier, wenn du einen Trauschein hast. Damals, wenn du vom Rabbi geheiratet hast. Bis vor 150 Jahren, wenn du in der Kirche geheiratet hast und dort im Standesbuch dein Stand, neuer Stand vermerkt wurde. Erst dann bist du verheiratet. Und jetzt pass auf, jetzt sagt er zu ihm, O Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Jude, Herr, Prophet. Merkst du die Veränderung der Beziehung? Erst war er ein fremder Jude, feindselig wahrscheinlich, eingestellt ihr gegenüber. Aber nein, ist er nicht. Er will was für sie tun. Sie nennt ihn Herr, respektvoll. Herr so und so. Und jetzt sieht sie, dass er ein geistbegabter Mensch ist. Er sagt ihr Geheimnisse, die er gar nicht wissen kann. Gott hat zu ihm gesprochen. Der Mann ist ein Prophet und sie erkennt es an. Ihre Augen werden groß und sie erkennt, sie steht in der Gegenwart Gottes. Und dann fängt sie an zu reden und ihre Fragen zu haben. Also Prophet. Sie kennt noch nicht einmal seinen Namen, aber sie weiß, er ist ein Prophet. Prophet. Wo wohnt Gott? Auf dem Garizim in unserem Tempel? Oder auf dem Zionsberg im Tempel der Juden? Und Jesus sagt, mach dir mal über die Tempel keinen Kopf. Gott will, dass wir ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Dass wir ihn mit Wahrhaftigkeit anbeten, nicht nur Rituale abspulen, 20 Mal das Vaterunser beten und dabei mit dem Kopf wo ganz woanders sind, sondern dass wir unser Herz beteiligen, dass wir ernste Sache machen mit ihm, ihn wirklich ansprechen und das kannst du überall machen. Und dann sagt sie weiter, ja, eines Tages kommt der Messias und er wird uns dann sagen, wie es richtig geht. Und Jesus sagt zu ihr, ich bin's. Und da gehen der Frau die Augen auf und sie lässt ihren Krug stehen und sie läuft in die Stadt hinein und sagt, hey, der Christus sitzt am Brunnen vor dem Tor, kommt alle raus und hört ihn selber. Er hat mir gesagt, was ich getan habe, ohne dass ich es ihm gesagt habe. Der ist anders, der ist was Besonderes, von dem geht was aus, das kann man nicht beschreiben. Ist es der Messias?
Die Beziehung hat sich vollkommen verändert, die Beziehung zu Jesus. Sie hat begonnen als eine Skeptikerin, sie hat geendet als eine flammende Evangelistin für den Christus. Und die Leute mussten dann alle selber rausgehen zu Jesus, haben ihn gehört, er ist 2 Tage geblieben, sie haben sich bekehrt und dann war alles gut. Schau, du kannst die Leute nur auf Jesus hinweisen, bekehren müssen sie sich selber. Das ist dann deine Arbeit getan, bekehren müssen sie sich selber. Du kannst das Schaf nur auf die Weide stellen, fressen muss es selber. Also übernimm da nicht die totale Verantwortung für alle in deinem Umfeld. Du bist nicht der Erlöser der Welt, sondern es ist jemand anders. Amen. Aber du kannst Gott dabei helfen, andere Leute zu erreichen, indem du auf ihre Bedürfnisse eingehst und nicht selber so sehr glänzen willst. Amen. Aber auf was es mir jetzt einging, ist Folgendes. Die Beziehung zu Jesus hat sich völlig geändert. Und plötzlich war diese Frau religiös nicht mehr unentschieden, sondern sie hat gebrannt für den Christus. Siehst du das? Das ist der Hammer. Was macht's? Beziehung macht's. Beziehung. Beziehung, Beziehung, Beziehung. Oh Mann, ey, Beziehung. Wenn du erfasst, wie sehr Jesus dich liebt, so wie diese Frau, die plötzlich erkannt hat, der Messias kümmert sich um mich. Der Messias will mir lebendiges Wasser geben. Der Messias will auch dir lebendiges Wasser geben. Er will auch dir Leben geben und neue Lebensqualität geben. Dazu musst du aber zu einer Beziehung zu ihm durchdringen. Und das sagst du jetzt vielleicht, weil das ist ja leichter gesagt als getan. Es ist nicht so schwer. Das Fundament der Beziehung, ich habe das jetzt schon 2-mal erwähnt, ist Liebe. So wie dieser Knecht, der dann freiwillig bei seinem Herrn geblieben ist. Der hat erkannt, dass sein Herr und seine Familie, dass sie ihn lieben. Diese Frau in Samaria, die hat gemerkt, dass Gott sie liebt, dass Jesus sie liebt, dass er sich für sie verwenden will. Wenn du erkennst, dass Gott deine Gebete erhören will, dass er dich liebt, dass er sich für dich verwenden will, dann wird das Ganze auch für dich viel leichter. Dann hast du plötzlich eine lebendige Beziehung und nicht nur eine Beziehung. Danke für das Donner der Amen. Stimmt trotzdem. Lass mich da bis jetzt drauf eingehen. Die Liebe Christi zu dir. Schau. Als seinerzeit die Israeliten ein Opfertier bringen sollten, das dann zu schlachten war, dessen Blut vergossen werden sollte, und dieses Blut hat dann ihre Sünden bedeckt. Da ist Folgendes passiert. Der Priester, der sollte das Opfertier untersuchen und sollte schauen, ob es irgendwelche Fehler hat, denn es musste vollkommen sein. Was nicht untersucht wurde, war der Sünder. Hast du das erfasst? Das ist phänomenal, diese Wahrheit. Das Opfertier wurde untersucht, ob es wirklich vollkommen ist. Und wenn es dann vollkommen war, dann hat der Priester genickt, hat gesagt, das ist in Ordnung. Und dann ist es auch geopfert worden. Und die Vollkommenheit dieses Opfertiers, die wurde dann dem Sünder zugerechnet. Bist du noch da? So, die Schwärze ist aus dem Sünder gewichen und auf das Schaf gekommen oder auf den Ziegenbock. Und die Reinheit und die Vollkommenheit dieses Tiers im Symbol, jetzt, ihr wisst auch, was ich gleich raus will, ja, ist übergegangen auf den Anbeter. Und der Anbeter war so vollkommen und rein in den Augen Gottes wie das Opfertier. Unser Lamm Gottes, unser Opfertier ist Jesus. Nochmal, es wurde auf seine Vollkommenheit geachtet und nicht auf unsere Sündhaftigkeit. Okay? Er musste alles richtig machen, nicht du. Und jetzt die Frage, Jesus hing dann am Kreuz, er ging dort freiwillig hin, sein Blut ist geflossen. Und dann sagt das Wort Gottes, er wurde Sünde für uns. 2. Korinther Kapitel 15, da steht es. Kapitel 15, 17 bis 21, kannst du selber lesen. Er wurde zur Sünde für uns. Aber Jesus hat doch keine Sünde jemals getan. Er hat doch nichts falsch gemacht. Wie ist jetzt Jesus zur Sünde geworden? Er hat sie empfangen. Sie wurde ihm von Gott zugerechnet. Und als Jesus sich in diese Schlange verwandelt hat, in diese Sünde verwandelt hat, buchstäblich in die Sünde verwandelt hat, es steht wirklich im Wort Gottes drinnen, er wurde zur Sünde für uns gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Als er dann die Sünde der Menschheit empfangen hat, ohne selber eine zu tun, hat es Himmel und Erde so sehr gegraust,
dass sie sich beide weggewendet haben. Als Jesus gekreuzigt wurde und die Sünde ihm zugerechnet wurde, hat sich die Sonne verdunkelt. Der Himmel hat sich abgewendet. Erinnert euch, eine Sonnenfinsternis hat stattgefunden. Und die Erde hat gebebt, es hat die Erde geschüttelt vor der gesammelten Sünde, die hier auf Golgatha auf Jesus lag, beziehungsweise in die er sich verwandelt hat. Himmel und Erde haben gegen diese Sünde rebelliert. Und wie empfangen wir jetzt die Vollkommenheit Christi? Denn Jesus war vollkommen, er musste vollkommen sein, sonst hätte Gott ihn nicht angenommen als Opfer. Wie haben wir das jetzt empfangen? Wie haben wir seine Vollkommenheit empfangen? So wie er unsere Sünde empfangen hat. Er hat sie angenommen und wir nehmen seine Gerechtigkeit, seine Rechtschaffenheit an. Und dann wird uns seine Vollkommenheit zugerechnet. Hast du das gehört? Uns wird seine Vollkommenheit zugerechnet. Nicht, weil du alles richtig gemacht hast, im Gegenteil. Du wirst überhaupt nicht, von dir wurde überhaupt nichts erwartet. Im Gegenteil, man hat gewusst, ey, du bist verloren. Schau, du sündigst nämlich, weil du ein Sünder bist. Es ist nicht so, dass du, wenn du sündigst, zum Sünder wirst, sondern vielmehr ist es so, dass du ein Sünder bist und deswegen sündigst. Das Problem war deine Herzensnatur. Und die hat der Herr aus dir heraus operiert und hat seine Vollkommenheit in dich hineingelegt, als du gesagt hast zu Jesus, komm in mein Leben und mach mich sauber, mach mich rein. Da ist dieses Wunder passiert. Und wenn du jetzt erfasst, wie sehr der Herr dich liebt, schau, wenn er sein Leben für dich hingegeben hat, dann bedeutet das, dass er alles, was er hat, auch für dich hingibt. Dann bedeutet das, dass er immer ein offenes Ohr hat für dein Gebet. Glaubst du das? Dass er es wirklich, wirklich gut meint mit dir. Wenn du das mal erfasst, wenn du erkannt hast, Gott sitzt nicht auf dem Thron, so quasi mit einem schwarzen Totschläger in der Hand, ja, und klopft immer wieder in die Hand damit, oder mit einem Baseballschläger, den er ab und zu rotieren lässt, oder mit einer Blitzkanone, pum, 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 mit der er ab und zu auf die Leute schießt, sondern im Gegenteil, dass er Tag für Tag für Tag seine Gnade erneuert und den Menschenkindern nachsteigt, um jemanden zu suchen, der an ihn glaubt, der an seine Liebe glaubt. Schau, das Alte Testament war, du sollst nicht und du musst, du sollst nicht. Im Neuen Testament ist es ganz anders. Im Neuen Testament heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Vom Gesetz, von den 10 Geboten, dürfst du keine Hilfe erwarten. Das ist nur ein Katalog an Forderungen. Der dir hilft, diese Forderungen mit Leichtigkeit zu erfüllen, dafür zu sorgen, dass du diese Forderungen sogar erfüllen willst, ist der Geist Christi, der in dich hineinkommt, wenn du dich zu Jesus bekehrst, wenn du dich für ihn entscheidest. Hat es irgendjemand erlebt von uns hier? Amen. Okay. Amen, ich auch. Zum Schluss willst du bestimmte Dinge nicht mehr, die dir so früher so viel Spaß gemacht haben. Und Sachen, die du nicht wolltest, die dir lästig erschienen sind, die willst du plötzlich, weil du weißt, es gefällt Gott. Ich weiß von Leuten, die haben zusammengelebt miteinander, dann haben sie sich bekehrt. Dann haben sie gewusst, wir müssen jetzt heiraten. Dann wollte sie ausziehen und wegbleiben, bis sie geheiratet haben, damit da nichts mehr läuft. Verstehst du? Und dann, als sie wieder zusammenkamen, waren sie lange Jahre verheiratet. Gottes Segen, Halleluja. So, lass mich noch auf jemanden eingehen. Seid ihr noch da? Hilft es irgendjemandem? Also ich hoffe doch, ja. Amen. Lass mich noch auf jemanden eingehen, der das wirklich verinnerlicht hat. Und zwar Johannes. Okay. Oder lass mich vielleicht vor Johannes auf Petrus eingehen. Ich mache Petrus ziemlich schnell. Petrus war ein Typ, der himmelhoch jauchzend war und zu Tode betrübt war. Einer, der so flüssig war wie der See Genezareth, den der Herr aber zu einem Felsen machen wollte, zu einem richtigen Stein. Deswegen hat er ihn vorsichtshalber auch gleich mal Petrus genannt, Stein. Du bist Simon, hin und her geworfen. Du wirst Stein heißen, Petrus. Du wirst stabil und fest werden. Aber Petrus hatte seine Phasen und seine Zeiten, wir wissen das. Wir schauen uns nur zwei Fischzüge von Petrus an. Es stehen zwei von ihm in der Bibel. Lukas Kapitel 5. Jesus hat gepredigt, und zwar vom Boot des Petrus aus. Dann hat er gesagt, fahr nochmal aufs Wasser hinaus und lass dein Netz nochmal zu einem Fang hinab. Und er hat das gemacht, er hat einen riesigen Fischzug getan. Und als er gemerkt hat, dass da was Übernatürliches war,
So wie die Frau am Brunnen das auch gemerkt hat, dass da was Übernatürliches läuft hier. Als er erkannt hat, dass Jesus mehr ist als nur ein Prediger, mehr ist als nur ein Prophet, dass er ein wundertätiger Mann Gottes ist, wie aus dem Alten Testament der Elia oder Elisa, dass er höchstwahrscheinlich der Messias wirklich ist, ist er vor ihm niedergefallen und hat zu ihm gesagt, Herr, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Warum hat er das gesagt? Weil er gemerkt hat, wie unvollkommen das er ist in der Gegenwart Christi. Und diese Unvollkommenheit, die hat ihn getrennt von Gott und von Jesus. Merkst du das? Also wenn du dich hinstellst und sagst, Herr, geh von mir hinaus, ich fühle mich unwohl in deiner Gegenwart, dann ist es keine große Liebe, sondern im Gegenteil, dann fühlst du dich schlecht in seiner Gegenwart. Dann willst du ihn loshaben. Denn du weißt, oh, ein heiliger Mann Gottes, dem zeigt Gott jetzt auch noch meine Sünden und dann geht's rund, dann fällt Feuer vom Himmel auf mich wie bei Elia. Will ich nicht. Jesus sagt, alles in Ordnung, Petrus? Komm und folge mir nach, ich mache dich zu einem Menschenfischer. Und Petrus sagt, hey, der straft mich jetzt nicht für meine Sünden. Ich kriege hier nicht die göttliche Gerichtskeule übergezogen, sondern er sagt, folge mir nach. Ja, das kann ich. Und dann ist er Jesus nachgefolgt und dann ist noch ein Fischzug gekommen. Also beim ersten Fischzug, halten wir jetzt mal fest, wollte er, dass Jesus weggeht von ihm. Er wollte ihn loshaben, weil er gemerkt hat, wir können keine Beziehung zueinander haben. Du bist heilig, ich bin Sünder. Zweiter Fischzug, nach der Auferstehung. Nachdem Petrus Jesus verleugnet hat, nachdem er ihn vorher verteidigt hat mit dem Schwert, ihr wisst schon, Malchus das Ohr abgehauen hat, kurz danach, Jesus hat ihn geschimpft, steckt das Schwert weg, das hat er gemacht, und dann hat er ihn verleugnet. Sie haben Jesus abgeführt und Petrus ist wie alle anderen Jünger auch davon gelaufen. Aber dann hat er doch so aus dem Gebüsch nachgeschaut und dann ist er ihm nachgegangen, zusammen mit Johannes. Auf den kommen wir jetzt gleich zu sprechen, Johannes. Er ist Jesus nachgegangen und er hat ihn dreimal verleugnet, Petrus. Er ist in den Vorhof des Hohepriesters gegangen, es war ja Nacht, es war kalt, da haben sie sich die Hände gewärmt. Bist du nicht auch einer von ihnen? Nein, wie kommst du drauf, ich kenne den nicht. Und das alles, während Jesus es gehört hat. Aber die haben sich hinterher nach der Auferstehung begegnet, die haben sich wieder verständigt. Jesus hat Petrus vergeben. Und jetzt passiert was. Sie sind wieder am See Genezareth, weil sich eine Zeit lang, etliche Tage nichts getan hat. Petrus hat gesagt, ich gehe wieder hinfischen. Die anderen haben gesagt, wir gehen mit. So sind sie jetzt wieder fischen gegangen. Und es steht eine Figur in der Dämmerung. Sie sehen nicht, wer es ist. Aber die Sonne, die färbt gerade den Himmel so orange. Die ersten Lichtstrahlen kommen, aber man kann nicht erkennen, wie da ein Morgennebel am Ufer steht. Sie sind auf dem See und sie rudern jetzt zurück. Habt ihr was zu essen? Sagt die Figur am Ufer. Nö. Dann lasst euer Netz zur Rechten des Bootes aus und ihr werdet fangen. Das machen sie. Und dann sagt Johannes zu Petrus, es ist der Herr. Und in dem Moment springt Petrus ins Wasser und schwimmt ihm entgegen. Er schwimmt Jesus entgegen. Hast du es gehört? Er schwimmt Jesus entgegen. Es ist genau das Gegenteil von dem, was er in Lukas Kapitel 5 gemacht hat. Wir sind jetzt in Johannes 21. In Lukas Kapitel 5 sagt er, Jesus, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und hier springt er ins Wasser, macht sich nass, ja, und schwimmt Jesus entgegen, kommt ihm entgegen, sucht seine Nähe. Was war der Unterschied? 3 Jahre Erfahrung mit Jesus, 3 Jahre Beziehung zu Jesus, 3 Jahre erkennen, dass dieser Mann mehr ist als ein normaler Mensch. Und 3 Jahre auch Vergebung, 3 Jahre neuer Anfang. Die Liebe Christi hat ihn dazu gebracht, ins Wasser zu springen und ihm entgegenzuschwimmen. Und ich sage dir mal, wenn du wüsstest, wie sehr Jesus dich liebt, würdest du auch ins Wasser springen, ins Wasser der Nachfolge Christi und würdest ihm entgegenschwimmen und würdest sagen, Herr, hier bin ich, jetzt segne mich ein bisschen, segne mich ein wenig. Oder nicht nur ein wenig, sondern so richtig, Herr. Schau, du kannst es nur dann erleben, wenn du das glaubst. Wenn du immer um den Herrn herumstreikst. Oh, ob das wohl was wird mit uns hier? Ich habe schon mal gebetet, das war jetzt nicht so erfolgreich. Ich war immer gut zu allen anderen, aber ich bin nie irgendwie belohnt worden. Ja, natürlich nicht, weil du im Unglauben warst. Glaub in Gottes Namen, die Liebe Christi zu dir. Lass sie auf dich wirken. Sag, danke, Herr, dass du heute mit mir bist. Du musst gar nicht ihn bitten. Oh Herr, sei mit mir. Oh Herr, hilf mir.
vollkommen überflüssig. Er wird dir helfen, das hat er schon beschlossen. Und er ist auch mit dir, alle Tage bis ans Ende. Was willst du denn also? Herr, geh mit uns jetzt. Und der Herr sagt, hallo, war ich weg oder was? So, mach das ganz anders. Hab eine ganz andere Herangehensweise. Sag, danke Herr, dass du mit mir bist. Danke, dass du mit mir gehst. Danke Herr, dass du an diesem Tag dich verherrlichen wirst. Danke Herr, dass das Segen mich umgeben wird an diesem Tag, dass ich ein Segen sein werde für andere, ein Problemlöser für andere und selber auf meine Kosten komme. Schau, wenn du diese Offenbarung hast, dass der Herr dich liebt, würde ich das ungemein entspannen. Ich sehe das Bild hinter mir. Na, das ist ein Resort. Das ist eine teure Umgebung, wo die Übernachtung 1.000 Euro kostet. Das ist ein Ort der Ruhe, da kann kein anderer hin. Da ist nur du und der Herr. Da könnt ihr euch treffen und mit euch Gemeinschaft haben. Muss jetzt nicht so teuer sein natürlich, aber wenn man schon die Gelegenheit hat, ein Bild einzublenden, dann macht man das auch, ja. Amen. Erfass es, dass der Herr dich liebt. Schau, wenn du diese Gesinnung hast, wenn du diese Meinung dann hast und erkennst, wie der Herr drauf ist, dann ändert es alles. Bejahe die Aufgaben, die der Herr für dich hat. Wenn du jetzt halt mal in dieser Arbeitsstelle bist, dann hast du die Gelegenheit, jetzt zu sagen, oh Gott, ich wünsche mir, es wäre Wochenende. Oder du kannst sagen, Herr, du bist jetzt mit mir hier. Wir müssen da jetzt die Zähne zusammenbeißen. Herr, du hilfst mir und du machst es so, dass es nicht nur zum Aushalten ist, sondern sogar zum Genießen ist. Und dann musst du vielleicht den Job gar nicht wechseln, sondern plötzlich ist alles ganz einfach ganz anders, weil die Liebe Gottes plötzlich an deinem Arbeitsplatz auftaucht und plötzlich Sachen einfach ändert. Kollegen kündigen und gehen woanders hin, neue Kollegen kommen, die anders drauf sind. Und du denkst dir, hey, was ist denn hier los? Oder dein Ehemann, deine Ehefrau, geh nicht ständig durchs Leben und denk, Mann, was für ein Punkt, Punkt, Punkt. Sondern sag, okay, gut, der ist es halt jetzt, Herr, hilf mir, mit dem zurechtzukommen und den auf seine Kosten kommen zu lassen und du wirst mir helfen. Amen. Aber jetzt noch zu Johannes. Seid ihr noch fit für Johannes? Ihr seid fit für Johannes. Amen. Schau, bei Johannes ist ganz anders. Johannes nennt sich selber dreimal den Jünger, den Jesus liebte. Wer glaubt, dass Jesus alle Menschen liebt? Wer glaubt, dass Jesus auch die anderen Jünger geliebt hat? Warum um Gottes Namen schreibt dann Johannes selber wohlgemerkt immer der Jünger, den Jesus liebte? Ich sage da warum. Weil er in der Offenbarung gelebt hat. Jesus liebt mich. Jesus liebt mich. Und das hat seine Beziehung vollkommen auf eine andere Basis gestellt, wie zu allen anderen. Er war Jesus näher als alle anderen. Und Jesus hat es erlaubt, Jesus hat es geduldet. Ich sage euch die Schriftstellen, falls ihr die aufschreiben wollt, manche schreibt mir mit. Johannes, Kapitel 13, Vers 23. Johannes 21, in den Versen 7 und 20. Zwei Verse, 7 und 20. Da sagt Johannes immer, der Jünger, den Jesus liebte. Johannes hat drin gelebt, in der Offenbarung, Jesus ist mit mir, Jesus liebt mich. Der ist auch ist interessanterweise derjenige, der als letzter Apostel gestorben ist. An Altersschwäche. Offensichtlich hat er so in dieser Offenbarung, dass Jesus mich liebt, gelebt, dass viele, viele Anfechtungen an dem einfach abgeprallt sind. Man sagt ja, man hat versucht, ihn zu rösten, und es hat nicht geklappt. Man hat versucht, ihn in kochendem Öl zu tauchen und ihn zu töten, es hat alles nicht geklappt. Dann haben sie ihn nach Patmos verbannt auf diese Insel. Da haben sie sich gedacht, jetzt haben wir ihn los. Sie haben nicht gewusst, dass er die Offenbarung dort schreiben wird, ja, die uns viel, viel über Gott und seine Pläne sagt. Aber lass uns mal ganz kurz noch auf Johannes jetzt eingehen. Lass uns mal schauen, wie der durchs Leben ging. Johannes hat Jesus ganz am Anfang kennengelernt, als einer der ersten Jünger. Petrus und Johannes und Jakobus waren einige der ersten Jünger. Und er war durchaus ein durchsetzungsfähiger Typ. Jesus hat Johannes und Jakobus Söhne des Donners genannt. Wahrscheinlich, weil sie so donner- und blitzmäßig aufgetreten sind, überall, wo sie hinkamen. Gewisse Durchsetzungsfähigkeit hatten und so. Alles klar, gut. Aber dann ist es anders gekommen. Viele sagen, dass der Bräutigam bei der Hochzeit von Kana
Johannes war, weil Johannes war aus dem Ort von Kana. Jetzt überleg mal, du feierst Hochzeit, dir geht der Wein aus und Jesus sorgt dafür. Erstmal kommt er zu deiner Hochzeit und zweitens sorgt er dafür, dass es dann wieder Wein gibt und dass es guten Wein gibt. Wenn du der Bräutigam bist, dann fühlst du dich privilegiert. Amen. Also definitiv. So hat Johannes sich das angezogen. Ich bin der Privilegierte des Herrn. Jesus ist derjenige, der seine Hand über mir hält. Er hat unser Haus gesegnet. Ist es nicht schön, liebe Braut? Oh ja, das ist wunderbar. Als es dann schwierig war für Jesus, als er verhaftet wurde, sind sie zunächst mal alle davon gelaufen, wohl wahr. Aber wenn alle anderen in der Deckung geblieben sind und Petrus Jesus verleugnet hat, ist Johannes, das kannst du nachschauen, ihm immer nachgegangen. Er war der Jünger, der schnell aus dem Gebüsch ging und einfach sich angeschlossen hat, der Gruppe um Jesus und hinter Jesus oder neben Jesus, so schräg hinter ihm wahrscheinlich, hergegangen ist. Als man ihn dann hineingeführt hat in den Hof des Hohepriesters, ist er einfach mit hineingegangen. Und die Wache hat ihn gelassen, denn sie haben ihn gekannt. Der hatte keine Angst vor dem Hohepriester. Johannes hat sich gedacht, ja, was macht denn der Herr jetzt hier? Der Jesus, der auf dem Wasser lief, der Jesus, der Tote auferweckt hat, der Jesus, der mit 5 Brotlaibern 5000 Männer gespeist hat, dieser Jesus lässt sich jetzt verhaften. Also ich frage mich, was er da jetzt wieder auf Lager hat, der Herr. Und dass da jetzt Polizei um ihn herum schwärmt und dass er da also in grimmiger Situation unterwegs ist, dass die Umstände sehr, sehr schwierig sind, die dämonenhafte Stimmung, die nimmt er überhaupt nicht wahr. Der denkt sich, ach, da vorne läuft Jesus und ich bin bei ihm, also alles in Ordnung. Und so geht er mit hinein ins Polizeihauptquartier und hört dort mit, was dort läuft und alles. Und während alle am Feuer stehen und sich wärmen und Petrus ihn verleugnet, hat Johannes überhaupt keinen Nerv dafür. Der steht da und schaut einfach zu und hört zu. Und als diese Magd dann zu ihm kommt, ich stelle mir das so vor, ja. Hey, und du, junger Mann, du warst doch auch mit ihm dabei. Sagt Johannes, nicht wie Petrus, nein, geh weg von mir. Sondern er sagt vielmehr, ja, na und? Und die Frau hält die Klappe, diese Magd, die Verklägerin, die hier Schwierigkeiten machen will. Ist ruhig. Johannes steht einfach da und sagt, ja, stimmt. Und so hört er und sieht, was da passiert und kann es dann uns erzählen. Ja, und so ist es die ganze Zeit gegangen. Johannes war einfach der, der in größte Schwierigkeiten hineingedappt ist und sich immer gedacht hat, ach, der Herr ist mit mir, es kann gar nicht so schlimm werden. Größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist, erstens. Und zweitens, seine Hand ist über mir, er ist mit mir. Es muss was werden. Auch wenn ich hier in Schwierigkeiten bin, das macht gar nichts. Mein Herr, der Wind und Wellen zum Verstummen bringt, der ist mit mir. Und so tappt der Jesus einfach immer so nach, so leicht naiv, verstehst du? Wer kennt die alten Jerry Lewis-Filme noch? Das ist so der unschuldige Tor, ne? Der in alle möglichen Schwierigkeiten kommt und immer durchgetragen wird, ne? Und zum Schluss reich und berühmt wird und gar nicht weiß, wie ihm jetzt passiert ist. Ne? Ist einfach ihm passiert. So ähnlich ist es bei Johannes auch. Der geht überall Jesus hin nach und tappt immer so mit und ist doch alles in Ordnung. Der, während um die Welt um ihn herum in Trümmer fällt, macht ihm gar nichts aus, denn er weiß, Jesus liebt mich, er ist mit mir und es ist alles wunderbar. Was hat er noch da? Amen. Paulus, schau, wenn du Gott versuchst zu dienen und zu gehorchen und zu gefallen, auf gesetzliche Art und Weise, wirst du zu einem mörderischen Pharisäer. Du wirst eine feindselige Person sein, die immer alle Fehler an allen anderen entdecken wird. Das ist eine psychologische Dynamik. Eigentlich ist es autoaggressiv, denn du siehst deine eigenen Fehler. Und du bist so beladen von Fehlern, dass du damit nicht zurechtkommst, sondern dass du die Fehler an anderen sehen musst, um dich halt wieder gut zu fühlen, einigermaßen ausgeglichen zu fühlen. Und so war Paulus, als er noch Pharisäer war. Er hat versucht, Gott zu gefallen, aber es hat irgendwie ihm keine Hochgefühle verschafft, wenn er die 5 Bücher Mose auswendig gekannt hat, wenn er länger gebetet hat und mehr gebetet hat, wenn er länger gefastet hat als alle anderen. Es war irgendwie immer nicht genug. Es war immer nicht radikal genug, immer nicht radikal genug. So ist er zum total Radikalen geworden. Er hat sich nicht nur damit beschäftigt, die Gebote zu halten, sondern auch diejenigen auszureißen, die er als verkehrte Nachfolger Gottes identifiziert hat. Als Ketzer, die Christen
Und so hat er Mord und Totschlag in die Gemeinde hineingetragen. Warum? Hat er so begonnen? Nee, vielmehr wollte er Gott gefallen auf diese Art und Weise. Er wurde über dem Bedürfnis, Gott zu gefallen, zu einem Mörder. Warum? Weil nichts genug war. Selbes Problem wie beim reichen Jüngling. Herr, was muss ich tun, um ewiges Leben zu kriegen? Halt die Gebote, mache ich schon die ganze Zeit. Aber der hat ihn nicht gemacht aus seiner Liebe zu Gott heraus, sondern weil man das muss. Und Jesus sagt, also gut, dann sage ich dir jetzt das Geheimnis. Gib dein Hab und Gut den Armen und komm und folge mir nach. Mach mich nach. Hör auf, Gebote zu halten und folge mir nach. Mach das, was du an mir siehst. Das ist der Schlüssel. Versuch nicht, die Gebote zu halten, folg Jesus nach, indem du eine lebendige Beziehung zu ihm entwickelst. Und die beginnst du dadurch, dass du erkennst und einsinken lässt und verinnerlichst, dass er dich liebt. Das ist die Liebe. Nicht, dass wir ihn geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Deswegen, schau nach, wo der Segen ist bei dir. Irgendwo segnet dich der Herr. Und dafür dank ihm dann. Okay? Und erkenne die Liebe Gottes. Was ist mit Paulus passiert? Paulus wurde von Jesus vom Pferd geholt. Er lag im Staub. Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Geh nach Damaskus, dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Paulus geht nach Damaskus. Er ist jetzt blind. Jesus hat ihn geblendet. Er hat den verblendeten, religiösen, fanatischen Pharisäer geblendet. Du bist blind, will der Herr zu ihm sagen. Und jetzt sitzt er da. Jetzt sitzt er da. In diesem Zimmer in Damaskus. Und er malt sich aus, was passieren wird. Er hat gedacht, er tut Gott einen Gefallen, indem er Christen verfolgt. Wenn es nach ihm gegangen wäre, er hätte Jesus noch einmal ans Kreuz genagelt. Aber jetzt ist dieser Jesus ihm erschienen, hat ihm gesagt, er ist wirklich der Messias. Und was passiert jetzt? Gott ist gerecht. Gott ist unglaublich gerecht. So hat er jetzt 3 Tage Zeit, sich zu überlegen, wie schlimm das Gericht ausfallen wird, das Gott über ihn bringen wird, weil er den Messias verfolgt hat. Bist du noch da? Blind ist er schon. Wer weiß, was Gott noch alles mit ihm tun wird. Und ihm graut schon. Und er betet. Und er tut Buße. Dann geht die Tür auf. Und ein Mann namens Ananias kommt herein. Gesandt vom Herrn. Und er sagt zu ihm, Bruder Saul, Jesus schickt mich, der dir begegnet ist auf dem Weg nach Damaskus, dass ich dir die Hände auflege, damit du wieder sehend wirst. Das ist unverdiente Gnade, dass dieser Schlechter wieder sehen darf. Das hat den Mann so entzündet. Er ist erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Er hat wieder sehen können. Er war so begeistert von diesem Messias, dass er hinfort willig gelitten hat für ihn. Freiwillig ist er auf einen Aposteldienst gegangen, als es soweit war, indem er geschlagen wurde, so wie er früher andere geschlagen hat. Er ist freiwillig gegangen, hat sich prügeln lassen, hat sich steinigen lassen, hat Schiffbruch erlitten für Jesus. Freudig hat er das gemacht. Du musst mal nachlesen, 2. Korinther Kapitel 11, so von Vers 23 bis Vers 33. Da stehen die Bedrängnisse des Paulus auf dem Festland, auf dem Wasser. Mit Schiffbruch, mit Sturm, mit Gefahren unter den Heiden, unter falschen Brüdern, unter den Juden. Gefahr von der Natur, Gefahr von allem Möglichen. Gefahren rauf und runter, Mangel, Hunger, Not, alle diese Dinge. Die zählt er da auf, feinsäuberlich. Die hat er alle freiwillig, sag mal freiwillig, auf sich genommen. Denn für mich gilt, sagt Paulus, im selben Brief, 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 24, in all dem gilt, Gott führt uns alle Zeit im Triumphzug umher. Wenn ich auch untergehe, so muss ich wieder aufgehen. Wenn mich jetzt eine Schlange beißt, dann beiße ich nachher die Schlange. Ja, wenn der Teufel mich ausschalten will, dann werde ich hinterher umso mehr Menschen zu Jesus führen. So, auf was schaust du? Auf die Bedrängnisse, die immerhin 10 Verse ausgemacht haben? Oder schaust du auf die eine große Wahrheit? Er führt mich alle Zeit, sag mal alle Zeit, im Triumphzug umher. Nicht bei dir. Auf was schaust du? Okay, wie kannst du diese Beziehung zum Herrn anfachen? Erstmal, du musst Jesus in dein Leben einladen. Und dann schaust du mal,
nach Situationen und nach Gelegenheiten, in denen du, ohne dass du es groß verdient hast, gesegnet worden bist, dir was Gutes passiert ist. Das ist die Handschrift Gottes. Dafür bedankst du dich. Und dann glaubst du das, dann ziehst du dir das an. Dann glaubst du wie Johannes an die Liebe Gottes zu dir. Und dann wird es was. Du wirst dann Durchbrüche im Gebet erleben, wie nie zuvor. Ehrlich, ich merke das. Das ist eine Botschaft, die der Herr will. Predigt diesen Leuten Gnade. Predigt diesen Zuhörern die Liebe Gottes. Denn die macht den Unterschied. Du musst nicht vollkommen sein. Du musst nicht jede einzelne Sünde bekennen. Schau einfach auf Jesus und nicht auf deine Unvollkommenheit. Wenn du mitten beim Sündigen bist, oh Mann, das muss jetzt noch loswerden. Wenn du mitten beim Sündigen bist, wenn du wieder zu viel trinkst und du weißt genau, das ist verkehrt, wenn du wieder was rauchst, was man nicht rauchen soll, oder überhaupt rauchst, wenn du wieder Sachen anschaust, auf dem Computer, auf dem Telefon, die man besser nicht anschaut, dann schlage ich dir Folgendes vor. Du fühlst dich jetzt natürlich schlecht, wenn du das tust, weil du dein Gewissen übertrittst. Aber gleichzeitig wisse und erkenne, dass der, der größer ist als deine Sünde, in dir lebt. Die Kraft, diese Sünde loszuwerden, ist in dir, die ist schon da. Und der Herr hilft dir jetzt, wie du die los wirst. Wenn du mitten beim Sündigen bist, schau, dann willst du so weit weg sein von Gott wie möglich. Okay? Deswegen mach es genau andersrum. Lad Gott in diese Situation ein. Wenn du das Verbotene tust, wenn du diese Drecksauereien wieder begehst, dann sag, hey, ich bin der Geliebte Gottes. Mir ist vergeben. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Ich bin vollkommen wie der Herr selber. Er wurde für mich zur Sünde gemacht. Ich bin jetzt Gottes Gerechtigkeit. Er hat meinen Schmutz auf sich genommen. Ich bekomme seine Reinheit. Wenn du das machst, gerade während du in dieser Sünde feststeckst, das bringt den Teufel zum Durchdrehen. Bei dem explodiert die Birne, der haut ab. Und dann bist du frei. Plötzlich fallen diese Dinge von dir ab und du musst es nicht mehr. Oh Mann, weißt du, Mann, ist das gut. Ist das gut? Das Evangelium Christi. Amen. Okay. Vielleicht hast du Jesus ja noch nie wirklich in dein Leben eingeladen, aber du möchtest diesen Sieg. Du möchtest diese Liebe Gottes, dann mach deinen Startpunkt, lad Jesus in dein Leben ein. Bitte einfach mit mir. Wir bitten alle. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Leben und mach mich neu. Herr, ich empfange jetzt. Amen. Wenn du das zum ersten Mal gebetet hast, bist du jetzt von neuem geboren. Bist du ein Kind Gottes und in der richtigen Richtung unterwegs. Gottes Segen.